Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch dieses hier gefallen und ich mich riesig über ein Abo freuen, ist kostenlos und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Lasst außerdem noch auch gerne eine Bewertung auf dem Video da und schreibt auch irgendwas in die Kommentare. Ich würde auf jeden Fall das Video in dem YouTube-Algorithmus hochpushen und mich dadurch auch wirklich extrem supporten. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an und heute haben wir einen neuen Weihnachtsskin tatsächlich mal. Und zwar die Polara. Bisher gab es ja, glaube ich, noch kein Weihnachts-Kuschelbär-Skin, den man kaufen konnte. Jetzt ist endlich einer da, der ist sogar reaktiv. Ich weiß zwar nicht ganz genau, warum. Ich weiß auch nicht, wie der andere Stil dann aussieht, wird hier leider nicht angezeigt. Vielleicht hat es da oben irgendwas zu tun, es flackert hier jetzt auch schon so ein bisschen herum. Hinten noch so ein Pinguin-Backpack. Auf jeden Fall 1200 V-Bucks dafür, dass das ein Kuschelbär-Skin ist, ist eigentlich ziemlich nice. Ich meine, ich glaube, alle neuen Kuschelbär-Skins, die jetzt hier immer reinkommen, ist ja sozusagen so ein Standard-Skin eigentlich. Kosten jetzt, glaube ich, nur noch 1200 V-Bucks. Früher haben die alle 2000 V-Bucks gekostet. Ist auf jeden Fall ja immer so eine Reihe. Gibt es ja eigentlich kaum Stile, aber es gibt zu jedem Event, egal ob irgendwie zum Sommer, zum amerikanischen Feiertag oder Halloween oder whatever, gibt es überall irgendwelche Varianten von dem Skin. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes hier den Power Shorts Skin, dazu die Anarchiehacke und dem Stage Dive Gleiter. Dann haben wir auch noch den Unendlichkeitsskin mit der Sternschlag Spitzhacke, der ewigen Nullpunkt-Lackierung und als nächstes relativ ähnlich eigentlich auch vom Aussehen her den Krypto-Skin aus Season 9, hin mit so einem Exoskelett, so einem ja, virtuellen Skelett im Prinzip. Ja, Spektralwirbel heißt das, sieht eigentlich ganz cool aus, passt auch auf mehrere Skins, zum Beispiel auch auf mein Skin hier passt das Backpack eigentlich ganz gut drauf. Dann noch die Enigma-Lackierung. Und als nächstes haben wir dann noch die Sternboten. Enden mit auch so einem Stern-Backpack dran. Dann haben wir noch Fußfinesse. Die Holoscan-Lackierung. Animiert 300 V-Bucks. Also für 300 V-Bucks eine animierte Lackierung. So rum. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir noch die Fraktalpunkt-Lackierung. Und den Scorpion Skin. Und dann zu guter Letzt Jazzhänder. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.